Was? Oh, Kamera läuft schon. Hallo, ich habe jetzt gerade Battlefield Premium bestellt auf meinem 64 GB iPad. Und ich muss sagen, dieser neue Content-Ankündigung von DICE hat mich echt überzeugt. Ja? Sie haben mir gesagt, die Spieler werden sehr zufrieden sein mit diesem Content, der jetzt erscheint am 29.08. und am 31.08. Und ich muss sagen, uah, der absolute Burner. Ich habe mir heute auch einen Gast eingeladen, mit dem ich darüber sprechen will. Das ist Duffy, ja? Battlefield-Zocker der ersten Stunde. Ein echter Pro. Und wir legen gleich mal los. Ja? Am 29.08. kommt ein exklusives Armored Kill Video. Es ist sensationell. Ja, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Das gibt es natürlich nur für Premium-Mitglieder. Und es wird auch nicht 5 Minuten später auf YouTube hochgeladen werden. Nein, ganz bestimmt nicht. Es wird immer exklusiv bleiben, nur für euch, die Leute, die bezahlt haben. Und ich muss sagen, geil. Da kann ich nur sagen, da hat es sich doch gelohnt, dass ich gerade auf meinem 64 GB iPad Battlefield Premium bestellt habe. Und was sagst du dazu, Duffy? Okay, er soll mit deiner Er ist auch sehr zufrieden, meint er. Und jetzt geht's noch weiter. Ja. Es wird es nicht reichen, dieses geniale Video. Ja. Ich meine, das war zu Close Quarter schon so geil. Ja. Im Endeffekt wurde in diesem 10 Minuten Premium-exklusiven Video zu Close Quarter gesagt, auf den Karten werden auch Feinde sein, tötet sie. Ja. Und ich hoffe mal, solche Advanced-Taktik-Tipps gibt es auch wieder für Armored Kill. Und muss ich sagen, DICE, ihr habt es echt drauf mit euren Millionen von Premium, dass ihr so geile Videos produzieren könnt. Und dann geht's weiter. Ja. Es wird es nicht reichen. Es gibt auch noch am 29.08. 24 fucking exklusive Artworks, ja? Also 24 Bilder sozusagen. Ja? Und da muss ich sagen, Chapeau, Hut ab, das ist sensationell. Duffy möchte auch noch was sagen. Okay, er sagt, DICE sind die größten Trolle aller Zeiten. Und da muss ich ihm leider recht geben, also kann ja wohl nicht wahr sein. Dann geht's hier weiter. Am 31.08. könnt ihr eure Ideen für Karten an DICE schicken. Ja? Und die geilste Karte wird natürlich belohnt mit einer richtig geilen Lithografie. Und für die Leute, die nicht wissen, was Lithografie ist, das ist einfach nur ein Druck. Ja? Da gibt es ja wahrscheinlich noch tolle Unterschriften von den Helden von DICE und absoluter Wahnsinn. Und ich würde mal sagen, Duffy, hast du auch noch was zum Sagen? Okay, DICE soll ihm an Bürzel lecken. Da schauen auch noch Kinder zu. Okay. Und was ist los? Was ist los? Er ist nicht glücklich! Die Kamera aus, verdammt!